habe noch nichts gefunden, aber ich suche schon hier in der Gegend vom Trainingsgelände. Ich bin bereit, ja. Ja, also die ersten Eindrücke sind durchweg positiv. Das Trainingsgelände gefällt mir sehr gut. Die Lage, das Ländliche, das mag ich sehr. In der Mannschaft fühle ich mich schon sehr angekommen. Es ist eine sehr, sehr homogene Mannschaft, eine super Stimmung innerhalb des Teams. Haben sehr viel Spaß und ja, das macht die Integration sehr, sehr einfach. Und der Kontakt kam zustande halt durch den Trainer, da ich Sven Lehmann schon kenne aus unserer gemeinsamen Zeit in Mönchengladbach. Es ist immer leichter für einen Spieler zu einem Verein zu kommen, der auch Ambitionen hat, als zu einem Verein zu gehen, der sagt, wir möchten die Klasse halten. Also im Seniorenbereich habe ich überwiegend 95% auf der Innenverteidigerposition gespielt. Und ich kann aber auch im Außenverteidiger spielen, sowohl links als auch rechts. Ich bin geboren in Ratingen, das liegt direkt neben Düsseldorf. Ja, habe auch dort mit Fußball begonnen, in dem Stadtteil Tiefenbroich. Dort habe ich auch gewohnt, das ist 800 Meter von ja, meinem Haus damals entfernt gewesen. Mit vielen, mit denen ich damals gespielt habe, habe ich immer noch Kontakt. Bin lange mit denen zur Schule gegangen. Von daher immer noch eine große Verbundenheit zu dem Verein. Viele spielen auch jetzt immer noch dort in der ersten Mannschaft. Bin dann mit 8 Jahren zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Habe dort von der U8 bis zur U13 gespielt. Dann nach Mönchengladbach gewechselt und 10 Jahre in Mönchengladbach gewesen. Mehr oder weniger zwangsläufig, aber auch sehr, sehr gerne verbringe ich die Zeit mit meiner Familie, mit meiner Freundin und meinen beiden Kindern. Meine Tochter wird jetzt 2 im September und mein kleiner Sohn ist jetzt 1,5 Monate alt. Das ist auch immer sehr schön, wenn man dann auch mal abschalten kann vom Beruf und wenn man ja eine Familie hat, die immer hinter einem steht. Ja, ich bin immer sehr, sehr erstaunt, zum Beispiel von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, wie sie halt Fußball spielen, ja, mit welcher Leichtigkeit und sowas alles sie spielen. Und ich habe mich schon mal gefragt, wie diese Spieler, ich würde gerne mal sehen, wie diese Spieler bei uns im Training wären. Ja, wie groß dieser Unterschied wirklich ist, das würde mich gerne mal interessieren. Die beiden oder einen von beiden mal sehen würde, live, das wäre schon schön. Also was mich irgendwo interessiert, ist Journalismus. Also in der Schule, ich war eigentlich ein ganz guter Schüler, aber schriftlich immer besser als mündlich. Gerne auch im Bereich des Sports, also Sportjournalismus ist auch etwas, was mich mir auch nach der Karriere vorstellen kann zu machen. Das sind so Studiengänge, die mich sehr interessieren würden, wo ich mir vorstellen kann, es auf der einen Seite auch nach der Karriere zu machen. Andererseits wäre es sehr wahrscheinlich auf eines von den beiden hinausgelaufen, wenn es nicht zum Fußballprofi gereicht hätte. Nachdem ich jetzt wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, nach 2 Jahren im Ausland, ist das definitiv viel zu wenig schöne und saubere Spielplätze gibt für Kinder. Schöne neue Spielplätze, die sauber sind, wo man als Eltern nicht immer Angst haben muss, dass die Kinder sich immer verletzen. Ja, also persönlich, ich als Ziel habe mir gesetzt, dass ich natürlich, solange ich gesund bin, so viel wie möglich spielen möchte. Nach Möglichkeit natürlich von Beginn an immer aufzusteigen mit einer Mannschaft, denke ich, ist egal aus welcher Liga, immer ein super Erlebnis für einen Spieler. Und ich glaube, das ist ja, das Ziel von jedem hier in der Mannschaft. Und ja, dafür arbeiten wir jeden Tag hart. Ja, ist ja kein Problem. Ich meine, ich habe auch immer selber Schuld, ne?